Auf leisen Pfoten schlich ich über den mit herbstlichen Laub bedeckten Boden, darauf bedacht, kein Geräusch von mir zu geben. Sonst würde mich meine Beute womöglich noch bemerken. Das durfte auf keinen Fall passieren, dann wäre mein Abendessen futsch. Ich setzte zum Sprung an, langsam, bedacht, konzentriert. Ich verlagerte mein Gewicht auf die Oberschenkel, sonst könnte mich die Maus hören. Mit einer eleganten Bewegung glitt mein Körper auf die Maus von mir zu, welche gerade dabei war, in einem der letzten übrig gebliebenen Grashalme zu fressen. Die Krallen wurden ausgefahren und durchbohrten die dünne Haut der Waldmaus, bevor sie sich auch nur umdrehen konnte. Kaum hatte ich meine Beute gepackt, machte ich mich auch schon aus dem Staub. Hier gab es Wildkatzen. Keine schönen Nachbarn, wenn man Pech hatte, klauten sie einem das Futter. Richtig reden konnte ich mit denen auch nicht. Hauskatzen verstanden sie nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Schnell sprang ich auf eine nahegelegene Eiche und verzehrte meinen Fang. Schmeckte nicht schlecht, auch wenn die Maus ein wenig Fleisch besessen hatte. Davon würde ich bei heute nicht satt werden. Innerlich seufzte ich. Als es langsam dunkel wurde, machte ich mich wieder auf den Weg. Fast blind konnte ich durch mein Revier streifen, so gut kannte ich es inzwischen. Ich erinnerte mich noch genau daran, wie ich mich vor ein paar Jahren immer hier verlaufen hatte. Was für ein dummes Kätzchen ich doch gewesen war. Meine Augen scannten die Dunkelheit ab. Alles schien ruhig, die meisten Tiere schliefen, nur hier und da war der Schrei einer Eule zu vernehmen. Sogar das Geheul eines Wolfsrudels konnte ich hören. Beim Gedanken an die Wölfe graute es mir. Zwar hatte ich es einmal das Pech gehabt, denen zu begegnen, aber ich würde es bestimmt nicht wiederholen wollen. Da, endlich hörte ich ein Raschen im Gebüsch. Langsam näherte ich mich dem Geräusch. Doch als ich fast angekommen war, nahm ich etwas anderes wahr. Ein Geräusch, welches ich mir, genau wie die Begegnung mit den Wölfen, lieber erspart hätte. Stimmen. Menschenstimmen. Unwillkürlich sträubte sich mein schwarzes Fell. Zwar hatte ich bis jetzt immer das Glück gehabt, dass ich den Menschen nur selten begegnen musste, aber trotzdem mochte ich sie nicht. Ich würde sie auch nie mögen. Einmal Vertrauen missbraucht, nie wieder Vertrauen. Das war meine Einstellung zu denen. Doch jetzt hörte ich sie noch deutlicher als vorher. Kinderstimmen drangen in mein Ohr. Kinder, wie ich sie hasste. Trotzdem war ich neugierig und wollte wissen, was Kinder nachts hierher in den tiefsten Wald verschlug. Laut meines Wissens hingen Kinder immer nur vor irgendwelchen Blechteilen, die man Computer und Fernseher nannte. Ich hatte mich früher nie für diese Flimmerteile interessiert. Vorsichtig lugte ich durch die Blätter vor mir. Es waren 7 Kinder und 2 große. Und die Kinder sahen komisch aus. Die eine hatte ein weißes Tuch auf dem Kopf, eine andere hatte sich ganz zerschissene Kleidung angezogen und einen spitzen Hut auf. Jeder von ihnen trug eins dieser Dinger, die Licht machen konnten, mit sich. Was zum Henker machten die da? Doch weiter konnte ich über diese Frage nicht grübeln, denn als ich mich gerade ins Gebüsch zurückziehen wollte, richtete sich ein weißer Lichtkegel auf mich. Es schien, als ob sich das Licht durch meine Netzhaut fraß und den Auftrag hatte, mich blind zu machen. Reflex hatte ich miaute ich auf und schloss schnell die Augen. Mama, hast du es gehört? Da hat jemand miaut, meinte eines der Kinder. Du hast recht, Lotta. Willst du mal nachsehen gehen? Sagt eine der Älteren. Ich fragte mich nicht, warum ich die Menschensprache verstehen konnte. Schon damals hatte ich jedes Wort gehört. Jedenfalls hatte das Kind recht. Also rannte ich schnell von den Menschen weg, was leider nicht so gut klappte, da ich dies mit geschlossenen Augen tun musste, weil sie immer noch wehtaten und ich so gegen einen Baumstamm knallte. Der stechende Schmerz durchfuhr mich wie ein Blitz. Langsam taumelte ich zurück und fiel auf den Boden. Bald darauf fiel ich in den Ohnmacht. Ich blinzelte. Es war hell. Obwohl ich spüren konnte, dass es eben noch dunkel war. Das war irgendwie falsch. Alles war gerade falsch. Nicht nur, dass eine feuchte Hundeschnauze über meinen Pelz fuhr. Ich schrak auf. Was? Sogleich sträubte sich mein Fell wieder und ich fauchte. Irritiert blickte mich der braune Hund durch seine treuen braunen Augen an. Ich wich zurück. Was zum Teufel war hier los? Warum starrte mich dieser Möchtegern-Wolf an? Und wo war ich? Mein Puls beschleunigte sich, außerdem spürte ich so ein komisches Kribbeln, kam von der Angst. Schnell blickte ich mich um. Ich war in einem Raum. Ich saß auf einem weichen Kissen. Ich war gefangen. Panisch sprang ich auf den glatten Boden, wo meine Pfoten immer auseinanderrutschten. Dann probierte ich wegzurennen. Klappte nicht gut. Der Boden war nichts fürs Rennen gemacht. Schließlich hatte ich trotzdem geschafft, mich irgendwo halbwegs in Sicherheit vor diesem Wolf zu bringen. Ängstlich hockte ich unter einer Kommode. Der braune Wolf näherte sich. Ich drückte mich noch dichter an die Wand und fauchte. Vielleicht schreckte ihn das ab.
Fehlanzeige. Er probierte mit seiner feuchten Schnauzhode die Kommode zu gelangen. Immer näher kam er mir damit. Als er fast bei mir angelangt war, fuhr ich meine Krallen instinktiv aus und streifte damit einmal komplett über seine Schnauze. Jaulend stolperte er zurück. Geschieht ihm recht, den Möchtegernwolf, dachte ich triumphierend und beobachtete den Kläffer weiter, welcher sich winselnd versuchte, die Schnauze irgendwo zu kühlen. Geschieht mir gar nicht recht, du kleinwüchsiger Luchs. Auf einmal hörte ich eine andere Stimme in meinem Kopf. Sie kam mir sehr unbekannt vor. Ich lugte unter der Kommode hervor. Nein, keine Katze außer mir in Sicht, aber auch kein Mensch. Woher kam also diese Stimme? Du dummes Ding, weißt du überhaupt, wie weh das tut? Hörte ich sie wieder. Wer spricht da? Traute ich mich endlich zu fragen. Der Hund blickte mich nun wieder an. In seiner Schnauze tropfte Blut. Und nun begriff ich. Mir war zwar nicht klar, warum er mich verstehen konnte, aber jedenfalls hatte er gesprochen. Na, ich, meinte er genervt. Seine Schnauze steckte in einer Decke, welche auf dem Boden lag. Ein klein wenig schuldig fühlte ich mich ja schon. Der Schlag hatte anscheinend ganz schön wehgetan. Aber trotzdem. Er hatte mich bedroht. Also sah ich, stolz wie ich war, nicht ein, auch nur annähernd etwas, was eine Entschuldigung glich, von mir zu geben. Und warum verstehe ich dich? Weshalb konnte ich nur Katzen und Menschen verstehen? Fragte ich und kroch langsam unter der Kommode hervor. Ich glaubte, dass er seine Lektion gelernt hatte und mich nicht auch einmal bedrohen würde. Das ist es ja, weshalb ich dich auf mich aufmerksam machen wollte. Konnte ja keiner wissen, dass du so empfindlich bist. Der Hund kratzte sich gelangweilt hinterm Ohr. Warte, was? Ich und empfindlich? In Gedanken lachte ich hysterisch auf. Definitiv bin ich empfindlich. Ich als Katze, die jahrelang in der Wildnis lebte. Mutter sehen allein nur zur Info. Jedenfalls behauptet das ein Schoßhund, der sein mickriges, langweiliges Leben in einem Menschenhaus verbracht hat. Ich war dabei, mich in Rage zu reden. Denn bevor der Hund etwas erwidern konnte, redete ich weiter. Sofern man diese Ausdrucksart noch als Reden bezeichnen konnte. Und was zum Teufel mache ich als Katze, die im Wald lebt, in einem verdammten Menschenhaus? Wie komme ich hierher? Warum bin ich hier? Was willst du von mir? Aber vor allem, wie komme ich hier wieder weg? Inzwischen war ich auf die Kommode draufgesprungen und blickte auf den Hund herab. Etwas verächtlich, aber das war meine Art. Ganz ruhig, Kätzchen. Vielleicht bist du doch kein kleinwüchsiger Luchs, sondern ein kleinwüchsiger Leopard, so aggressiv wie du bist, meinte der Hund seelenruhig. Zu ruhig für meinen Geschmack. Früher, als ich noch bei den Menschen lebte, hatten alle Hunde gleich Reis ausgenommen, wenn ich sie so angefaucht hatte. Doch jetzt? Fehlanzeige. Er schien nicht im geringsten beeindruckt von mir. Ich werde dir all deine Fragen beantworten, wenn du mir versprichst, dass du in Zukunft ruhiger bist und mich nicht mehr attackierst, schlug der Hund vor. In Zukunft? Was meint ihr damit? War er davon überzeugt, dass ich hier länger bleiben würde? Spätestens morgen würde ich weg sein. Darauf konnte er Gift nehmen. Dennoch willigte ich ein. Na also, geht doch. Jetzt komm zu mir runter und setz dich. Widerwillig tat ich das, was er gesagt hatte. Ich stelle mich erstmal vor. Mein Name ist Kai. Ich lebe schon seit ich denken kann hier in diesem Haus. Und nun du, kleinen Mixer-Elux, wie heißt du? Als er begann, mich zu beschnuppern, zog ich instinktiv zurück und wollte meine Pfote hervorstellen lassen. Aber ich ließ es, da ich ihm ein dämliches Versprechen gegeben hatte. Hallo Kai. Verengte die Augen zu schlitzen. Was für ein eigenartiger Name das doch war. So einen hatte ich noch nie gehört, nicht einmal dann, als ich noch bei den Menschen gelebt hatte. Da hatten die Tiere immer nur solche Namen wie Schnuffi oder Klopfer. Auch ich hatte einen sehr schrecklichen Namen erhalten. Kitty nannten sie mich. Ich konnte nicht beschreiben, wie sehr ich diesen Namen verachtete. Aus Prinzip hatte ich die Menschen auch immer Manny oder Fingerli genannt, wenn ich mit anderen Katzen sprach. Doch Kitty, das war nicht mein Name. Wenn einer der Minis meinen Namen gerufen hatte, war ich nie gekommen, weil ich mich dadurch nicht angesprochen gefühlt hatte. Und jetzt? Ich hatte mir selber keinen Namen gegeben. Wozu auch? Brauchte ich ihn? Nein, das tat ich nicht. Wozu brauchte man denn einen Namen, wenn man sowieso alleine lebte? Ich trage keinen Namen, das ist auch gut so. Nicht? Und wenn du weiter hier leben möchtest, brauchst du einen, sagte Kai und blickte mich forschend an, als ob ich doch einen Namen hätte und ihn nur nicht preisgeben wollte. Mein schwarzes Fell sträubte sich und ich fauchte. Länger hier bleiben? Nie in meinem neuen Katzenleben. Vergiss es, ich bleibe nicht hier. Ich will wieder zurück, rief ich Kai an. Dieser schaute nur etwas perplex, aber ließ sich nichts anmerken. Ich gehöre hier nicht her. Ganz ruhig, du wirst wieder so aggressiv. Ganz ruhig. Du wirst wohl hier bleiben müssen. War seelenruhig. Das gefiel mir nicht. Warte. Nein, das werde ich nicht. Nie im Leben. Ich will nicht schon wieder ein weicher Stubentiger sein. Was meinst du mit schon wieder? Ich dachte, du kommst aus dem Wald.
Zumindest hat Lotta dich da gefunden. Hab ich mitgehört, wie sie dich reingebracht haben, meine ich. Sie dachten bestimmt, du wurdest ausgesetzt. Das dachte ich anfangs auch. Aber dein kleiner Ausraster vorhin hat mich umgestimmt. Du benimmst dich wie eine Wildkatze. Kyle starrte mich fragend an. Ich seufzte. Ich müsste ihm wohl von meiner Vergangenheit erzählen, wenn ich hier weg wollte. Ich war nicht immer eine Wildkatze. Ich bin in einem Menschenhaushalt groß geworden. Dort war so ein Mädchen. Ich erinnere mich nicht mehr an ihren Namen. Das ist doch gut so. Sie war doof. Zu allen Tieren dort. Es lebte noch eine Katze dort. Man nannte sie Schnuffi. Und ein paar Kaninchen. Naja, und eines Tages jagte ich eines dieser Kaninchen. Ich hätte es wohl eher nicht tun sollen. Fataler Fehler. Es war noch sehr jung, wenige Wochen alt. Als ich Kyles Blick sah, in welchem man das pure Entsetzen sehen konnte, fügte ich noch etwas hinzu. Es tut mir leid, aber es war so lecker, so saftig und zart und... Ach. Wie auch immer, ich konnte ja nicht wissen, dass es das Lieblingshäschen von dem Mädchen war. Nun war sie ziemlich wütend auf mich und versuchte mich bei jeder freien Minute zu ärgern. Das Bürte vom am Schwanz ziehen bis zu mit Wasser vollspritzen, alles war dabei. Zum Glück konnte ich mich im Nachhinein immer bei Schnuffi auskotzen. Wie ich dieses Mädchen noch hasste. Aber ich konnte mich immer beherrschen, ließ mir alles gefallen und wehrte mich nie. Doch irgendwann langt es mir und ich kratze sie. Sie begann gleich zu heulen und ist zu einem der großen Menschen gelaufen. Meine Strafe war, dass ich eine Woche lang nichts zu fressen hatte. Zwar gab Schnuffi mir immer etwas ab, aber als die Menschen bemerkten, gab es auch Stress für ihn. Ich ließ es lieber und begann draußen zu jagen. Ich legte eine dramatische Pause ein. Und dann bist du, begann Kyle. Doch ich fauchte ihn an und meinte, nur weil ich eine Pause eingelegt hatte, hieß es noch lange nicht, dass ich fertig war. Das führte so weit, dass ich fast nie mehr nach drinnen kam, sondern immer nur im anderen Wald war. Ich liebte es dort. Ich schwärmte noch etwas mehr vom Wald und dass dieser mein wahres Zuhause war, damit Kyle ein schlechtes Gewissen bekam und mich endlich gehen ließ. Nachts kam Schnuffi sogar manchmal zu mir. Er meinte, dass die Menschen mich fast vergessen hätten. Er bot mir zwar an, wiederzukommen, aber ich verneinte. Ich wollte hier im Wald bleiben. Hier gehörte ich hin. Außerdem wollte ich nie wieder bei den Menschen leben. Es sind widerliche Geschöpfe. Irgendwann verloren Schnuffi und ich uns auch aus den Augen. Ich war froh, dass ich im Wald nicht so oft den Menschen begegnete. Nun konnte ich endlich ich sein. Manchmal vermisste ich Schnuffi trotzdem. Denn nun habe ich niemanden mehr zum Reden. Beendete ich meinen Vortrag. Ich wartete darauf, dass mich der Hund bemitleidete, mir sagte, wie leid es ihm doch tat, dass ich jetzt hier sein müsse und mir den Weg nach draußen zeigte. Doch das passierte nicht. Er murmelte nur ein paar unverständliche Dinge, dann bewegte er seinen Kopf hoch und runter. Das sah ziemlich komisch aus. Normalerweise sah ich so etwas nur bei Menschen. Hatte er etwa so lange bei denen gelebt, dass er sich diese eigentümliche Eigenschaft aneignete? Und dieser Schnuffi, ein sehr lustiger Name meiner Meinung nach, hat er die Menschen auch verstanden? Fragte Kyle nachdenklich. Warum auch? Hieß das etwa, es gab noch andere Tiere, die Menschen verstanden? Nein, hat er nicht. Gibt es etwa noch andere Tiere, die Menschensprache verstehen? Aufgeregt machte ich einen Hüpfer auf den Tisch, welcher gleich neben der Kommode stand. Ich war gespannt, was jetzt kommen würde. Ja, natürlich, aber nur sehr wenige musst du wissen. Das ist auch der Grund, warum ich dich verstehen kann und mit dir reden kann. Das können nicht alle, weißt du? Hab mich schon gewundert. Los, rück die Erklärung raus, motzte ich ungeduldig. Wir sind Wandler. In englischsprachigen Ländern auch Woodwalker genannt. Erklärte Kai ruhig, laut und langsam, damit ich auch ja alles verstand. Dummer Möchtegern-Wolf. Ich hatte nicht umsonst gute Ohren, mit welchen ich sogar den Herzschlag einer Maus vernahm. Was Englisch war, wusste ich trotzdem nicht. Aha, und was genau können wir wandeln? Hakte ich ungeduldig nach. Er soll ja gefällig zum Punkt kommen, damit ich endlich weg konnte. Unsere Gestalt, pass auf. Binnen weniger Sekunden verfärbte sich Kyles Körper und bald darauf stand dort, wo er eben noch gelegen hatte, ein kleiner Menschenjunge mit einer blutenden Nase. Instinktiv fauchte ich, dann kroch ich wieder unter die Kommode. Wo war Kyle? Und warum war dieses schreckliche Wesen auf einmal da? Ich bin's, Kyle. Du brauchst keine Angst haben. Ich habe zwei Gestalten. Alle Wandler haben zwei Gestalten, eine menschliche und eine tierische. Und meine tierische Gestalt ist ein brauner Labrador. Und deine, so wie es aussieht, eine schwarze Hauskatze, sprach der Mensch, der aus irgendeinem Grund genau wie Kyle roch und klang. Sogar die gleiche Haar- und Augenfarbe wie der Hund hatte er. Wie konnte das sein?
Du kannst ruhig in Gedankensprache mit mir reden. Das ist das, was wir vorhin gemacht haben. Ich höre dich nur so. Ich hörte Kyle in meinem Kopf. Wo war er? Ich glaubte dem Menschen kein Wort, dass er angeblich Kyle war. Und was hatte er damit gemeint? Ich sei auch ein Mensch. Nie im Leben. Ich war eine Katze durch und durch. Zur Bestätigung fuhr ich meine Krallen aus. Kyle, wo bist du? Da ist so ein Mensch, welcher sich für dich ausgibt. Aber das stimmt nicht, du bist ein Hund und kein Mensch. Und außerdem, ein Mensch ist selten allein. Und wo sind die anderen? Nun war ich weniger genervt, sondern musste zugeben, dass ich etwas Angst hatte. Die Menschen, ich verachtete sie. So viel Schmerz und Leid hatten sie mir schon zugefügt. Nie würde ich ihnen vertrauen. Ich sagte es doch schon, ich bin Kyle. Der Mensch lachte und das Geräusch schallte in meinen Ohren schrecklich laut wieder. Und ich kann dich beruhigen. Die anderen Menschen sind nicht da. Die Kleinen sind in der Schule und die Großen auf Arbeit. Also weg. Und wenn sie da gewesen wären, würde ich mich wohl kaum verwandeln. Du musst wissen, es muss streng geheim gehalten werden, dass es Wandler gibt. Sonst würde man uns vermutlich ausrotten. Warum verstand der Mensch das, was ich dachte? Bisher hatte nur ich die Menschen verstehen können und nicht die Menschen mich. Ich wünschte mir, dass Kyle da wäre. Ich wollte unmöglich allein mit diesen Menschen bleiben. Nun begann sich der Körper des Menschen wieder zu verformen. Und wenige Momente später saß der braune Labrador wieder auf dem Boden. Ich atmete auf. Der Mensch war weg. Und anscheinend auch meine Lässigkeit. Vollkommen aufgelöst erzählte ich Kyle, was geschehen war. Er blickte mich belustigt an. Das war ich, hab ich doch gesagt. Wir sind Wandler, schon vergessen? Ich hab dir gerade demonstriert, wie das Verwandeln funktioniert. Willst du es auch mal versuchen? Nein, sagte ich entschieden. So lange begann ich es mit den Wandern zu glauben. Aber nur bei Kyle, nicht bei mir. Es wollte einfach nicht in meinen Katzen hören, dass ich ein Mensch war. Ein Mensch, das Tier, welches ich am meisten verachtete, sogar noch mehr als meine Konkurrenten in der Wildnis, die anderen Katzen und Wölfe. Weißt du, es ist mir eigentlich egal, ob wir Wandler sind oder nicht. Ich will nur wissen, warum ich hier bin und dann hier weg. Ich hörte einen Seufzer in Kyles Gedanken. Ja, schon gut, dass ich aufgehalten habe. Bis hier, weil die Menschen dachten, sie hätten ein ausgesetztes Kätzchen gefunden und wollten dich mit nach Hause nehmen, um dir ein Zuhause zu geben. Habe ich doch schon erklärt. In Eile vergessen, was? Aha, erwiderte ich knapp und eiskalt. Doch ein wenig berührte mich diese herzerwärmende Handlung der Menschen schon. Sie wollten mir ein Zuhause geben, wo es immer warm war und ich immer genug Essen hatte. Trotzdem, es waren Menschen, ich würde ihnen nie wieder vertrauen. Kann ich jetzt gehen? Gibt's eine Katzenklappe oder so? Ich habe nämlich Hunger, das heißt, ich muss jetzt jagen. Nein, aber eine Tür. Ich kann sie dir öffnen, wenn du willst. Schon verwandelte sich Kyle wieder in einen Menschen. Mein Nacken versträubte sich bei diesem Anblick, aber ich wusste nun, dass ich vor diesem Menschen nichts zu befürchten hatte. Er bedeutete mir zu folgen und ich schlich ihm hinterher. Wenige Minuten später kamen wir in der Glastür an, hinter welche ich den mir so vertrauten Wald sah. Für mich ein undurchdringbares Hindernis. Kyle, welcher immer noch ein Mensch war, griff mit seinen Händen an die weiße Türklinge und drückte sie herunter. Mit einem lauten Geräusch sprang sie zur Seite, sodass es hier raus konnte. Ich war erstaunt, was die Menschen nicht alles mit ihren Händen vermachen konnten. Dagegen stanken meine Pfoten echt ab. Ein kleines bisschen neidisch war ich nun doch auf Kyle, welcher ja sowohl Mensch als auch Hund war. Erst einige Sekunden später fiel mir ein, dass ich ja angeblich auch ein Mensch war. »Was ist? Wolltest du nicht weg?« fragte er. Ich schüttelte meinen Kopf. Ich war ja immer noch in diesem schrecklichen Menschenhaus. Naja, bei näherem Betrachten war es doch nicht ganz so schrecklich. Außerdem brauchst du irgendwie noch Fleisch. Aber es war dann noch ein Menschenhaus. Grund genug, nicht zu bleiben. Ja, ich bin auch gleich weg. Kaum hatte ich das gedacht, sprang ich auch schon aus dem Zimmer in das harte, mir so vertraute Gras, welches unter meinen Pfoten piekste. Ich atmete einmal kräftig ein, um die Gerüche der Natur zu riechen. »Tschüss, Kätzchen. Ich werde dich vermissen. Nun habe ich niemanden mehr zum Reden. Eine Wandlerin trifft man nicht alle Tage. Und auch die Menschen werden dich vermissen. Sie haben dir gestern extra Futter mitgebracht. Ganz viel Fleisch. Jetzt riecht das ganze Haus danach. Sie werden sehr enttäuscht sein, wenn sie nach Hause kommen und du weg bist.« Kyle versuchte mit Absicht, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, weil ich ging. Mit Erfolg. Ich wusste nicht, was es war. Irgendwie wollte ich da bleiben, bei Kyle. Er sollte mir auch dieses Verwandeln beibringen. So langsam glaubte ich auch, dass ich es konnte. Zwar mochte ich Menschen nach wie vor nicht, aber dies schien mir ziemlich praktisch. Außerdem wurde es bald Winter. Da war es echt schwer, genug Futter zu finden, weil viele Tiere Winterschlaf hielten. Dagegen würde ich hier von morgens bis abends durchgefüttert werden.
Ich blickte zu Kai, welcher mit seiner Hand komische Wackelbewegungen machte. Das hatte ich schon einmal gesehen. Menschen machten dies, um sich zu verabschieden. Dann blickte ich zum Wald. Ich hörte das Vogelzwitschern, welches aus ihm drang. Dort und nur dort gehörte ich hin. Langsam näherte ich mich ihm. Ich probierte dabei, Kais Abschiedsrufe so gut es ging zu ignorieren. Musste er mir die Entscheidung etwa noch schwerer machen? Ich lief weiter in den Wald. Dann, als das Menschenhaus außer Sichtweite war, ließ ich mich auf einem Ast nieder. Ich würde Kai womöglich nie wiedersehen. Irgendetwas in mir bekam einen Stich. Seit Jahren hatte ich endlich mal wieder jemanden zum Reden gehabt. Jemanden, der genauso war wie ich. Schon immer wusste ich irgendwie, dass ich besonders war. Nun wusste ich, was an mir besonders war. Ich war eine Wandlerin und Kai auch. Ich sprang vom Stamm herunter. Ich würde zurückkehren. Klar, meine Bestimmung war es, im Wald zu leben. Hier war mein Platz. Aber trotzdem reizte mich diese Fähigkeit, sich in einen Menschen zu verwandeln. Selbst in der Wildnis konnte sie mir Vorteile einbringen. Zum Beispiel konnte ich so andere Beutegreifer einfach vertreiben. Sie alle fürchteten die Menschen. Und Kai war der Einzige, der mir beibringen konnte, wie man das tat. Außerdem wurde es bald Winter und das Futter knapp. Ein zweiter Grund, um bei den Menschen zu bleiben. »Hey, aufmachen möchte gern Wolf«, rief ich und kratzte mit meiner Pfote an die Tür, bis ich ein freudiges Winseln hörte. Kai lief mir entgegen, verwandelte sich in einen Menschen und öffnete die Tür. »Dachtest du wirklich, ich würde gehen? Zeig mir gefälligst, wie man sich verwandelt. Ich will das auch können.« Diesmal klang es nicht mehr aggressiv, sondern freudig. »Aber liebend gern doch. Ich hätte nicht gedacht, dass du bleibst. Es freut mich, dass du wieder da bist, kleinwüchsiger Lux«, lachte er, bückte sich und strich über mein kurzes, dichtes Fell. Ich schnurrte. Es kam ganz automatisch. »Aber nur bis zum Frühling. Dann taut der Schnee und es wird wärmer. Dort werde ich wieder in den Wald zurückkehren«, schnurrte ich. »Das werden wir sehen, Funke.« Lachend schloss Kai die Tür. Es schien, als hätte ich einen neuen Namen. Er gefiel mir.